Herzlich willkommen in Trendy TV, immer noch live hier in Mannheim beim Sunshine Live 90er Party. Und an meiner Seite ist einer der ganz großen deutschen Produzenten, bekannt als U96. Herzlich willkommen bei Trendy TV, Alex Christensen. Hallo, freut mich bei euch zu sein. Ja, Alex, erstmal danke, dass du Zeit genommen hast und du legst gleich auf. Wie ist es für dich, bei so Events zu sein, diese 90er Jahre Revival? Also wenn man es nicht zu oft macht, ist das erträglich und ist auch nett, mal irgendwie die Bekannten wieder zu treffen aus alten Zeiten. Aber generell lebe ich im Heute und Jetzt und was vor 20 Jahren war, das war schön, aber jetzt ist schöner. Ich habe eben ein bisschen, ich habe nicht gelauscht, aber ich habe nur mal beobachtet und ich weiß nicht, wie oft du den Ray von Tour Unlimited getroffen hast in den letzten Jahren, aber ihr wurde vorgestellt, ich weiß ja nicht, ob einer gesagt hat, ja, das ist übrigens U96 oder kannte er dich auch so? Ich meine, der kennt die Musik sicherlich, aber der muss erstmal denken, okay, hier sind viele Leute, wer ist das jetzt? Wie war denn das eben? Nee, ich glaube, das verwechselt so. Mit Ray habe ich schon vor anderthalb Jahren haben wir was zusammen gemacht. Also okay. Wir kennen uns irgendwie seit, keine Ahnung. Seitdem es Techno gibt, kenne ich Ray und ist ein guter Typ, macht einen super Job, netter Kerl, Familie, gesund, alles gut. Ja, manchmal fragt man sich, wenn man diese Dancefloor-Gruppen sieht, ob die dann auch wissen, wer ein guter deutscher Produzent ist, der jetzt nicht up and down gesprungen haben als ein Dancefloor-Artist. Naja, aber also U96 war ja soweit so erfolgreich, dass eigentlich die Jungs, die hier sind, die kennen wir alle. Yeah. Und man hat sich ja damals auch eben an jeder Ecke gesehen. Und die Eurodance war ja relativ erfolgreich, auch im Ausland. Und da hat man sich immer wieder getroffen. Was glaubst du, ist so die Begeisterung, dass das jetzt gerade so ein großer Boom ist, mit dieser 90er-Jahre-Revival? Das wird immer größer irgendwie jetzt über die letzten Jahre. Jede Generation hängt an ihrer Jugend. Und natürlich ist die Generation, die in den 90ern Teenie war und sorglos, heute erwachsen, Kind, Familie, geschieden, keine Ahnung. Und da erinnert man sich gerne an seine Jugend zurück und an die Leichtigkeit und an die Einfachheit und deswegen ist solcher Abend eben ganz schön für die Seele. Ich muss sagen, meine erste gekaufte Platte von dir war nicht U96. Ich weiß noch, 1990 habe ich eine Platte im Radio gehört und das hatte ich auch schon in Südamerika in Argentinien gehört, weil das irgendwie eine alte Platte war und ich glaube, die hast du nochmal neu gemacht, Rhythm de la Noche, als Mystic. Das war ja deine erste Platte, die so richtig groß geworden ist. Ich muss sagen, das war ein toller Track für mich und so wurde ich mit dir in Verbindung gebracht, als meine erste gekaufte Platte von dir. Stimmt, das war mein erster Hit. Das Original war von Chocolate, Rhythm de la Noche. Genau. Und dann gab es tausend Coverversionen, Mystic, wie die alle hießen, keine Ahnung. Und am Ende hat es ja auch noch Coldplay gecovert als Every Teardrop is a Waterfall. Wobei ich mich als Autor natürlich besonders freue, wenn das so eine große Band macht. Kann der Titel ja nicht so schlecht gewesen sein. Was viele nicht wissen ist, die Sängerin war Verona Feldbusch. Genau, damals war Verona in der gleichen Diskothek wie ich. Ich war DJ und sie war der Gast. Und dann habe ich sie irgendwann angesprochen und dann. So, jetzt muss ich dich zu U96 fragen. Also, ich habe fast alles gekauft. Also, großer Fan und eine tolle Musik. Und dieses Ganze mit, ich weiß, die Frage hast du sicherlich schon oft gehört, aber das Boot, wie bist du auf diese Idee gekommen? Sicherlich auch vom Film, aber die Musik so zu machen, so mit den Samples und das war einfach grandios gemacht und ja. Ja, solche Sachen entstehen so randommäßig. Du hast eine Idee, ich habe das gespielt damals in meinem Club als Intro für eine Lasershow und das wurde immer irgendwie komisch, das wurde immer voller, immer mehr Leute wollten es hören, haben dazu getanzt und irgendwann habe ich gedacht, ja, kannst du mal eine Plattenfirma fragen, vielleicht hat da irgendjemand Lust zu. Und dann habe ich zum Glück eine gefunden und damals, als ich das programmiert habe mit einer Freundin Skadi Lange, haben wir nicht gedacht, dass es so durch die Decke geht. Wie bist du eigentlich in das Produzieren reingekommen? Ich kann jetzt nicht in dein Studio gehen und einfach anfangen zu produzieren. Hast du irgendwo das gelernt oder wie bist du dann auf einmal gekommen, so riesen Hits zu feiern und zu produzieren? Also inspiriert durch andere DJs, wo man irgendwie gesehen hat, ein DJ muss jetzt nicht nur irgendwie Platten drehen oder die Leute per Mikrofon unterhalten, sondern der kann sich sein eigenes Programm kreieren. Und da gab es damals zwei, drei DJs aus England, Mars, Problem with the Volume und noch so ein paar andere, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja total geil. Das ist ja eigentlich genau das, was du machen möchtest. Und dann habe ich versucht, mich in diese Studioszene irgendwie reinzuschleichen und das zu verstehen, was da so passiert. Du kommst ja aus Hamburg.
Wer hat dich so inspiriert, so von deutschen DJs, so aus Berlin, Frankfurt, Hamburg, da waren ja Hamburg auch die älteren Dean und Gary D und wie die alle hießen. Wer hat dich so inspiriert damals in den Anfängen? Also die mich inspiriert haben, die kennt heute keiner mehr und sind eigentlich alle tot. Aber es gehört auf jeden Fall Jens Lister dazu, der mich schon sehr inspiriert hat. Wir haben auch in den gleichen Läden aufgelegt und der war ziemlich upfront zu der Zeit und seinerzeit auch eigentlich immer voraus. Und dann waren das so eher amerikanische Sachen, wie Patrick Cowley als Produzent oder Lime fand ich total geil, solche Sachen. Nach Das Boot hast du wirklich weiter tolle Hits gehabt, jetzt die Jahre, also die ersten zwei Jahre da mit Love Season, No Color, Night in Motion. Du hast ja irgendwie, der Sound war irgendwie nicht immer gleich, also man hat vielleicht so ein bisschen erkannt, wie hat dieser Sound von U96 am Anfang so weiterentwickelt, weil du hattest wirklich tolle Ideen und musikalisch war das immer ein bisschen anders. Mit diesen Tracks. Das stimmt, also wir haben irgendwie nicht so wirklich zum Eurodance gehört und waren vielleicht auch ein bisschen anders, aber da ich eh so eine Welle war, glaube ich, wird das irgendwann auch alles so vermengt. Aber ich habe eben auch versucht, das als DJ-Projekt darzustellen und eben nicht so als Act, wo jetzt getanzt und gesungen wird. Vielleicht hat das dadurch auch unterschieden. Und die Produktion war auch mal ein bisschen anders. Ja. Also ich habe schon versucht, irgendwie sehr an den Roots zu bleiben vom Dance, ne? Keine Verse zu singen und so irgendwie, ja, das eben sehr danceig zu halten. Wie war das so die ersten paar Jahre? Wie wurdest du so in der Szene angenommen? Weil du warst ja nicht irgendwie aus Berlin oder Frankfurt und gerade Berlin, Frankfurt, da waren ja immer so diese Kämpfe. Wie war das für dich? War das, ich meine, du hattest ja Hits, aber wie hat die Szene dich so angenommen, so innerhalb von Kollegen und so? Die waren vordergründig immer alle sehr nett zu mir, weil sie natürlich vor so einem Wahnsinnserfolg auch Respekt haben und wussten, dass egal wie insidermäßig sie in irgendwelchen Clubs auflegen, dahin zu kommen, dass es nicht so einfach ist. Aber generell habe ich mit dieser Szene nie Kontakt gesucht, sondern ich habe immer meine eigene Welt gebaut. Und mir war immer klar, woher ich meinen Applaus haben möchte. Und das waren eben andere Menschen. So, jetzt gehen wir zum zweiten Teil von U96, dann mit Love Religion. Da hat der Sound sich geändert. Wie würdest du diesen Sound dann klassifizieren, dieses Album dann, auch mit Club Bizarre, tolles Album, aber ihr habt den Sound geändert. Warum habt ihr das gemacht? Gerade diese Musik zu machen, die so erfolgreich war. Erstmal, glaube ich, muss man sich weiterentwickeln und wenn man jetzt nur daran denkt, Geld zu verdienen, hätte man vielleicht das Gleiche machen sollen und Winnetou auf Techno oder, keine Ahnung, irgendwelche Filmmusiken, aber das wäre mir zu einfach gewesen. Ich glaube, der Gedanke bei Love Sees No Color ist eben auch so diese Collage aus Samples von anderen Songs und daraus was Neues zu kreieren, weil wer sich so ein bisschen auskennt, hört natürlich schon, wo ich mich damals habe inspirieren lassen und das war auch so meine Gesinnung irgendwie, dass ich gedacht habe, das ist schon geil mit diesen Samples arbeiten und irgendwie so Neues in einen Topf werfen, umrühren und dann kommt irgendwas bei was, ja, anderes bei raus. Also mein Lieblingstrack, Heaven war das Album danach, aber davor, also Love Religion, Club Bizarre, ganz toller Track, aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das in den Charts war, war das Top 20 oder war das, ich weiß nicht mehr genau, aber für mich war das eigentlich, hätte eigentlich noch mehr ein Hit gewesen sein. Wie war das mit der ganzen, ich weiß, es ist lange her, aber kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, weil wie das ganz entstanden ist damals? Weil das war für mich hat eine Geschichte erzählt, dieser Song, einfach so wie es aufgebaut war. Ja, das war auch Happening by Accident. A Landscape. Genau, also erstmal glaube ich, war die Wahl des Videoregisseurs ganz wichtig, weil der auch die Geschichte gut verpackt hat. Und die Idee ist mir gekommen, ich bin in die Reeperbahn gefahren, da gibt es einen Laden, der hieß Boutique Bizarre. Wow. Da habe ich gedacht, boah, geile Boutique Bizarre, irgendwie, da geht doch keiner hin. Club Bizarre war doch viel geiler. Und so kam dann irgendwie diese Zeile zustande. Und dann ist es so, randommäßig hatte ich eine Platte etwas schneller gespielt und da waren so Melodiefetzen, die mich irgendwie inspiriert haben. Und dann, ja, es ist so irgendwie entstanden, also auch gar nicht groß nachgedacht, sondern einfach gemacht. Auf den Platten stand auch immer Matiz drauf. Das war dann Produktionsteam. Wie hat das denn alles so im Studio ausgesehen? Wie war die Rollenverteilung? Wer hat was gemacht? Ja, es gibt natürlich als DJ den Taktgeber und dann gibt es eben andere, die können gut Keyboard spielen oder beim Boot war es dann auch wieder jemand anders, das war Skadi damals, die bei uns im Studio gearbeitet hat. Aber Matiz war immer so ein Produzententeam, mit dem ich 10 Jahre lang an U96 gefeilt habe, wo wir auch, glaube ich, ganz guten Sound hingekriegt haben, die auch sehr Synthesizer-lastig waren und auch eben sehr,
verliebt in Synthies. Und das hat dem Ganzen, glaube ich, ein ganz gutes Gewand gegeben. Alex, ich frage diese Frage oft, also Jamal Marr, da hatte ich mal die Frage gefragt, der hat ja so viele Hits gehabt in den 90er Jahren, in den Charts hast du den immer wieder gesehen. Ich habe ihn mal gefragt, wie das so ist, so viele Hits zu machen. Und da hat er gesagt, ich habe immer gedacht, dass es immer so weitergeht. Ist es aber nicht, weil die Musik hat sich ein bisschen auch geändert. Irgendwann kam ja dann, war das nicht mehr so viele Hits. Du hattest dann 2001 diesen Best-of, was ich ja auch geholt habe. Hattest du auch so die Idee mal, ja, ich habe viel Erfolg gehabt, das wird immer weitergehen? Oder hattest du auch mal im Hinterkopf gedacht, ja, irgendwann der Sound ändert sich und das wird dann irgendwann zu Ende gehen? Ja, also in erster Linie bin ich natürlich ein DJ, aber ich bin auch Musikproduzent. Also ich habe gerade Helene Fischer produziert, also ich kann mich hitmäßig eben nicht beschweren, was jetzt andere machen, keine Ahnung. Ich hänge eben immer nicht so am Gestern und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer wieder erneuert und sagt, so, neu, was anderes, was interessiert dich, worauf hast du Lust? Irgendwie, dann gab es José Carreras oder jetzt habe ich Placido Domingo gemacht. Sachen so, wo man eben auch nicht mit rechnet. Oder ich habe eine super Jazzplatte mit Paul Anka gemacht, Rock Swings. So kann man sich herausfordern und, glaube ich, auch jung und frisch und geil bleiben. Ansonsten, wenn man eben immer nur Forever Young macht, dann ist es schwierig. Auch mit Tom Jones hast du zusammengearbeitet. Aber einen anderen, den muss ich auf jeden Fall noch ansprechen, Mark Wahlberg. Ja. Ich habe das auch schon mit Tony Couture gesprochen, der hat ja auch Hey DJ gemacht und du hast viele Platten und Hits mit ihm gemacht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du mit ihm gearbeitet hast? Das war doch zwischen Marky Mark und wo seine Karriere als Schauspieler total abgegangen ist. Der ist nach Deutschland gekommen und hat mit dir gearbeitet. Wie war das? Ja, ist erstmal ein netter Kerl, der eigentlich nur Rapper war. Und wir hatten dann Nummer 1 mit dem Song, ich glaube United war die erste. Nee, davor war noch eine, ne? Mit dem Life on the Streets? Genau, das kam auch irgendwie. Und er erzählte dann irgendwann, ich habe einen Film gedreht und ich glaube, das wird eine ganz große Nummer. War das Fear mit Reese Witherspoon? Ich glaube, Basketball Diaries oder sowas. Ja, mit Leo DiCaprio. Genau, und dann hat er gesagt, er war auch ein guter Schauspieler bei, der wird seinen Weg machen, bla bla bla. Und dann bekam er ein Angebot, ein Jahr später haben wir da irgendwas, auch irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Platte gemacht. Und da meinte er, er hat einen Film gedreht, der heißt Boogie Nights und das wird ein großer Kinohit. Da habe ich mir gedacht, ich lebe in meiner Musikwelt, was will der denn mit Film? Aber er hat es richtig gemacht, ne? Einer der größten Filmstars auf diesem Planeten. Also Tony Couture hat noch gesagt, er hat heute noch Kontakt. Also hast du auch noch Kontakt? Weißt du noch, wer du bist, wenn du jetzt mal ihn mal auf der Straße sehen würdest? Hey Mark, what's up? Oh ja, das weiß er ganz sicher. Wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also er weiß genau, wer ich bin. Aber Kontakt, ich kann nicht mit jedem Kontakt. Wenn man sich sieht, ist schön, aber der lebt auf einem Hollywood-Planeten und ich bin lieber so in meinem Hamburger Klüngel. Also viel Spaß aber, da. Aber wenn er mal hier bei Filmpremiere in Berlin ist und du bist zufällig da, dann würdest du sicherlich mal Hallo sagen, ne? Ja, also wir haben uns bei, ich weiß nicht, welcher Premiere haben wir uns auch getroffen. Habe ich jetzt vergessen, was ist Storm? Irgendein Film habe ich ihn auch getroffen, das ist immer nett. Aber ich hänge jetzt nicht so groupie-mäßig dran und will da irgendwie, wenn man sich sieht, ist schön, aber einer von vielen Wegbegleitern. Ja, du hast dann, wie du sagst, mit so vielen Leuten gearbeitet. Ist da noch irgendjemand, den du noch mal gerne im Studio bringen würdest, den du noch nicht hattest? Also sind ja noch einige. Helene Fischer ist auch eine sehr berühmte Sängerin. Also die fand ich von allen Künstlern am beeindruckendsten, weil die wirklich unfassbar gut singt und tierisch professionell ist. Also das hat riesen Spaß gemacht. Das kann jetzt eigentlich nur bergab gehen. Ich wüsste gar nicht, mit wem ich jetzt arbeiten möchte. Also irgendwie typisch Mode und so ein Kack, das interessiert mich. Also die machen gute Musik, aber die bringen mir nichts und ich bringe denen nichts. Also nö, ich möchte einfach so ein paar gute Songs schreiben, das will ich noch versuchen. Könntest du dich vorstellen, mit einem wie Herb Albert zu arbeiten? Ich war in seinem Restaurant letztes Jahr und er macht ja auch tolle Musik, aber der ist natürlich auch steinalt. Was soll der bringen? Ne? Er hat so viele geile Sachen gemacht. Er hat A&M gegründet, also Albert & Moss, einer der geilsten Labels überhaupt. Also, aber das Rise-Album ist ja ein Klassiker, oder? Rise ist ein Klassiker, der Typ ist ein Killer, aber möchte ich nicht. Also ich bin auch satt mit alten Leuten, glaube ich. Die sind immer so verwöhnt, die haben so viele Millionen auf dem Konto. Wollen wir noch das machen? Nee, heute nicht. Das ist irgendwie doof. Muss auch jemand haben, der Bock hat und heiß ist. Okay, Alex, dann kommen wir nähern das Ende des Interviews. U96 ist natürlich das große Thema im Interview gewesen. Was ist so deine Meinung so von diesen ganzen Castingshows? Ich glaube, du warst ja auch mal bei Popstars involviert gewesen. Seit 2003 sind die ja dabei, also mit Deutschland sucht den Superstar und die sind immer noch da. So deine Meinung von The Voice? Sind ja so viele.
Ich kann mich da gar nicht so äußern. Wer Spaß, ich bin ja ein positiver Mensch. Wer Spaß dann hat, der soll das gucken. Das ist auch in Ordnung. Aber ich habe das gemacht, als es mir Spaß gemacht hat. Das ist eben auch schon gefühlt 1000 Jahre her mit Brosis. Ja. Ob man das heute gucken muss, keine Ahnung. Wer da Bock zu hat, ist doch super. Also, und die, das, die da sind, ich weiß das jetzt gar nicht. Xavier und die machen ja alle einen super Job. Die machen die richtig gut. Hast du deinen Eindruck oder deinen Eindruck oder Meinung von der EDM-Szene heute? Alle diese Künstler, Calvin Harris oder wie die heißen, so Leute mal zu produzieren oder so? Oder hast du jetzt schon oder kommt da mal was? Wie sieht das da aus? So, was ist so deine Meinung von der Musik von heute, was man im Radio hört? Nein, also ich glaube, dass die EDM machen genau das gleiche wie wir mit Eurodance. Das heißt nur anders. Aber das ist eine andere Generation, da will ich mich gar nicht da reinschummeln. Da mache ich lieber meine eigenen Sachen. Was soll ich Calvin Harris produzieren? Der macht so geile Titel. Also, der muss das selber machen, das macht er super und fertig. Der ist gut, wie er ist. Okay, letzte Frage. Meine Mutter kommt aus Hamburg, ist auch meine Lieblingsstadt hier in Deutschland. Wo ist denn so dein Ort in Hamburg, wo du wirklich mal hingehen kannst und wo du einfach mal abtauchen kannst und einfach mal das schöne Wetter genießen kannst? Wo, nicht, dass ich dich stalken will, aber wo gehst du da gerne hin, um einfach mal zu relaxen? Ja, da würde ich in Hamburg nie machen. Das ist, Hamburg ist, da lebe ich. Die Alster! Nee, also der, relaxen weiß ich nicht. Relaxen würde ich an der Ostsee, aber in Hamburg, da bin ich anonym. Da kennt mich eh jeder in meinem Hut, wo ich rumhänge, und die lassen mich auch alle in Ruhe. Ist entspannt. Okay. Alex, vielen Dank, dass du das Interview mit Trinergy TV gemacht hast. Und sehr gerne. Vielen Dank für die Musik. Also tolle Sachen gemacht. Danke dir. Dankeschön.